Ich kann viele meiner Tode aus der Zeit sehen, bevor Vahami zu Vahami wurde. Oh, er ist auch ein Wächter. Ah, gut. Adolf holt sich die Stirn, öffnet seinen Mund, um etwas zu sagen, tut es aber nicht. Also bist du erweckt und weißt um deine vergangenen Leben. Wann ist dir das zum ersten Mal aufgefallen? When I was more boy than man, would dream of past lives and past deaths. Als ich noch mehr Junge als Mann war, habe von vergangenen Leben geträumt und von vergangenen Toten. An wie viele Tode genau erinnerst du dich? Zu viele, um sie zu zählen, aber nicht genug, um mich davon abzuhalten, den Kessel des Kampfes zu suchen. I've already experienced 100 deaths. No fear left in me for a fight. Ich habe schon hunderte Tode erlebt. Keinerlei Angst vor einem Kampf mehr in mir. An jenem Schmelztiegel und auch und auf Kasovarin. Of course. Greatest slayer must be born among greatest hunting trails. Natürlich, größter Schlechter muss auf dem Faden der größten Jäger geboren werden. Konstantins Augen stellen zwischen dir und wir haben hin und her. Es wirkt beinahe, als würden sie von Nervosität vibrieren. Etwas an dieser Sache scheint ihm nicht zu gefallen. Du solltest Frieden schließen mit dieser Rolle, die du dir zu Recht verdient hast. Frieden schließen? Er schüttelte seinen Kopf in aufschwingenden Bewegungen. Tuamawai teaches uns alle, zu struggle for better. I will not be denied the thrill of the living chase any longer. Tomorrow lehrt alle für etwas Besseres zu kämpfen. Ich werde mir die Aufregung dieser lebendigen Verfolgung nicht länger entgehen lassen. Genug der Fragen, wir haben Dinge zu erledigen. Ja, Unwächter hat eine Antwort gefunden. Einer von uns muss nachgeben und ich werde es nicht sein. Entschuldige mich, ich muss einige Dinge überdenken, bevor ich eine Entscheidung treffen kann. What is there to consider? Was gibt es da zu überdenken? Perhaps you need a moment to grieve. That is understandable. Return when you're done crying and ready to accept fate. Vielleicht brauchst du einen Moment zum Trauern. Das ist verständlich. Komm wieder, wenn du dich ausgeweint und dein Schicksal akzeptiert hast. Ah, wir können jetzt nochmal mit den anderen beiden reden. Können aber auch mal kurz Quicksave machen. Was habt ihr noch zu sagen? Du kehrst zurück. Exias Seele nickt, als du dich näherst und verbeugt sich leicht in einer freundlichen Begrüßung. Was begehrst du von mir? Wir haben gedacht, er kann das Jenseits in meinem Körper verlassen. It is a surprisingly interesting idea. Especially given that you are a watcher. Das ist über eine überraschend interessante Idee, vor allem angesichts der Tatsache, dass du ein Wächter bist. Warum solltest du das ausmachen, dass ich ein Wächter bin? Theoretically speaking, you bridge the gap between the physical world, the here and the metaphysical world. Theoretisch gesprochen überbrückst du den Spalt zwischen der physischen Welt, dem Hier und der metaphysischen Welt. Also, meint sie der Welt der Lebenden, dem Jenseits, wo wir hier gerade sind, und der Welt der Toten. Wo wir am Schluss hinkommen. Yay. Wahami was a watcher in life. He may know something I do not. Vihami war im Leben ein Wächter. Er weiß vielleicht etwas, das ich nicht weiß. Ist eine Kopf überhaupt möglich? Theoretisch, auch wenn ich es stark bezweifle. Vihami will not listen to my words, however. I suspect he will only respect force. Vihami wird nicht auf deine Worte hören. Ich vermute, er wird nur hohe Kraft akzeptieren. Wenn nicht durch mich, durch was dann? Ultimately, it's less a matter of how he leaves than what he leaves behind. Schlussendlich ist die Frage weniger, wie er geht, als vielmehr, was er zurücklässt. Nature abhors a vacuum. Any attempt to leave one here will tear Wahami apart. Die Natur hasst ein Vakuum. Jeder Versuch, eines hier zurücklassen, wird Wahami in Stücke reißen, wahrscheinlich zurückzulassen. If he is to escape, he must leave something in his place. Something
of significant spiritual puissance. Wenn er entkommen will, muss er etwas an seiner Stelle zurücklassen, etwas von bedeutender spiritueller Macht. Whatever suffered such a fate, however, would become enslaved by Galloway's will. Was auch immer ein solches Schicksal erleidet, würde jedoch zum Sklaven von Galloway's Willen werden. Can't say I like the sound of that. Kann ich behaupten, dass sich das gut anhört. They would lose themselves, subsumed into the role of the faces of the hunt. Es würde sich selbst verlieren, zusammengefasst in der Rolle der Gesichter der Jagd. Wahami will not listen to my words, however. I suspect he will only respect force. Wahami wird jedoch nicht auf meine Worte hören. Ich vermute, er wird nur wohl Kraft akzeptieren. What okay. Would you have? This is no action. Ja, could say it was made in your image, in a manner of speaking. This is actually kann ich noch was Neues? Over time, Galloway, every hunter chases in their own way. Ja, ich versuche die Gänge gesagtlich schon sortieren. Entschuldige mich einen Moment. Is one of our few luxuries. I will be here when you are ready. Geduld ist eines der wenigen Dinge, die wir hier im Überfluss haben. Ich werde hier sein, wenn du bereit bist. Und ja, ich kann normal rumlaufen. Hier gibt es ja außer den dreien niemanden. Und ja, die Adra-Säule ist nicht nur im Eimer, sie ist rot. Watcher? Wächter. Erok neigt zur Begrüßung langsam das Haupt. Ach, ich habe jetzt irgendeinen komischen Hut auf dem Kopf, fällt mir gerade so auf. Die Seele verharrt nahezu bewegungslos und wartet im geduldigen Schweigen auf deine Fragen. Lass mich sofort hier raus. Ich werde euch alle zerstören, bis ich endlich wieder frei bin. Warte einen Augenblick, ich bin gleich zurück. Wahami scheint davon überzeugt zu sein, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, wie dies enden wird. Entweder bin ich gefangen oder es gibt ein Blutvergießen. Du musst mir unbedingt helfen, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. The slaying face is nothing if not predictable. Das schlachtende Gesicht handelt so verdammt vorhersehbar. There might be some way to appeal to his pride, however. Es gibt, vielleicht gibt es aber eine Möglichkeit, an seinem Stolz zu appellieren. Ich habe keine Wahl, ich muss Wahami vernichten. Though we are united in service of Tuabawai, I fear that for the Crucible to survive, this must be done. Auch wenn uns der Dienst für Tomorrowwai vereint, fürchtet ihr noch, dass dies muss geschehen, damit der Schmerzsiegel überleben kann. Perhaps conflict is inevitable, but I beseech you to seek another route. Mag sein, dass ein Konflikt unvermeidlich ist. Dennoch flehe ich dich an, nach einem anderen Weg zu suchen. Warte einen Augenblick. Wohin sollte ich denn gehen? When you're ready, I will be here. Wenn du bereit bist, werde ich auf dich warten. Können wir dich einfach gehen? Und die drei in Ruhe lassen. Und einen Adra-Mechaniker schicken. Die Oberfläche des Becken reflektiert die Wände und die Decke der Artefaktkammer. Und ja, was habe ich da denn auf? Helm des Meisters. Kampfüberblick. Bei angehenden Nahkampfangriffen, die auf Abwehr ziehen und verfehlen, besteht eine Chance von 10% auf einen sofortigen primären Gegenangriff. Plus 3% Aktionsgeschwindigkeit und Waffen für jeden Feind, der den Träger angreift. Und Waffenschaden für jeden Feind, der den Träger angreift. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, das Teil. Vor allem kann ich irgendwie nur den Stalgear darin Ach so, dass da sollen die Spinnenbeine sein. Dass da sollen wohl die Spinnenbeine sein? Soll das Fell das Wildschwein darstellen? Naja, okay. Was sagt das Ding? Wir haben hier Galloway ins Reichen Geiselschaft, abgeschnitten vom Rest des Jenseits. Er wird das eine andere Seele, nämlich meine, den Platz der Gesichter der Jagd einnimmt, damit er wieder in Fleisch und Blut wandeln kann. Alexia glaubt, dass jede beliebig starke Seele wir haben ins Jenseits ersetzen könnte. Vielleicht könnte ich ihn davon überzeugen, eine andere Seele zu akzeptieren. Wie wär's mit unserem Kopf?
den wir da mitschleppen. The Watcher returns. Der Wächter ist zurückgekehrt. Is he ready to accept his fate? Ist er bereit, sein Schicksal zu akzeptieren? Ich habe eine Menge Fragen. Yes, yes. So, ja, ja. Yes, yes. And Watcher, what, perhaps you... Okay, ich muss von vorne anfangen. Ist er bereit, sein Schicksal zu akzeptieren? Was, wenn es einen anderen Weg gibt, eine andere Seele, die deinen Platz einnehmen könnte, oder einen anderen Körper, den du beanspruchen könntest? Ja, ich höre zu, sprich. Es gibt eine Seele namens Muato im Schmelztiegel. Er ist für Tomorrowwhite gestorben, für die Gesichter. Konstantin hier weiß, wie man die Gesichter mit Gesängen aufwühlen kann. Und er kennt sich sehr gut mit dem Schmelztiegel aus. Ja, ich opfer Konstantin, genau. Nein, ich opfer niemals meine Partymitglieder. Galloway, Tomorrowwhite ist auf dem Weg hierher. Vielleicht kannst du ihm die Kontrolle über seine gigantische Echse entreißen. Er kommt. Ha, ich wusste, er würde auftauchen. Er reckt eine massive Faust mit Schwung in die Luft. Yes. I would take his little lizard from him. Then who would hunt who, huh? Ja, ich werde mir seine kleine Echse schnappen. Dann werden wir ja sehen, wer wen. Ja, genau, spielen wir die beiden gegeneinander aus. Galloway hasst wie eh. But his tie to the beast will be strong. Without my axe, we would stand little chance of slicing it free. Aber seine Bindung zur Bestie wird stark sein. Ohne meine Axt haben wir kaum eine Chance, sie zu trennen. Die Klaue des Schlechters ziehen, meinst du diese Axt hier? Er reißt die Augen auf. Natürlich! Du bist mein Chosen! Ich muss Rocks für Brains haben. Natürlich, du bist mein Auserwählter, hätte ich bedenken müssen. Er schlägt sich mit der Hand gegen die Stirn. Er hält hier den Zahn des Tomorrowwhite hin, nur um ihn im letzten Moment wegzuziehen. Du wirst Tomorrowwhites Beast hunten. Du wirst ihn besiegen und slice free the God's Leash. Du wirst Tomorrowwhites Bestie jagen. Du wirst sie erlegen und von den Fesseln des Gottes befreien. Das ist deine beste Chance, oder? Er runzelt die Stirn, drückt dir den Zahn in die Hände. Hunt well, Brother Slayer. Kill that lizard for all of us. Gute Jagd, Bruder Schlechter. Töte diese Echse für uns alle. So gefällt mir der Adra schon viel besser. Der geschlossene Kreislauf pulsiert durch den Strom der Seelen. Du spürst intensive Freude, Verzweiflung und alles dazwischen. Gefühle, die vom Adra ausgehen, während die Essenz durch ihn hindurchströmt. Als du in den Strom übergehst, werden die Gefühle für dich beinahe hörbar. Rufe der Erleichterung, Tränen des Glücks, Schreie des Schmerzes. All das hat ein Rat des Bewusstseins wieder. Sie verschmelzen zu einem einzigen Chaos, das an deine Ohren vorbeirauscht, während dein Körper vom Strom umschlossen wird. Ja, du spürst wieder, wie dein Körper sich nähert. Den Zahn vom Tomorrowwhite nutzt, um den Schmelztiegel vom Jenseits zu trennen. Wäre auch keine schlechte Idee. Nein, wir kehren zum Dienstleins zurück. Du knallst in deinen Körper, als wärst du aus großer Distanz heruntergefallen. Mit einem unwillkürlichen Schnappen nach Luft wachst du auf und siehst, wie Ingaria auf dich herabsieht. Ich glaube nämlich, da wären die Leute im Schmelztiegel und die ganzen Herausforderer nicht glücklich damit. Ich meine, hey, die Leute werfen hier freiwillig ihr Leben weg, also sollen sie es ruhig weiter tun. Solange das Rad existiert, werden die Leute eh wieder geboren. Oh. Ingari hilft dir auf die Beine. Die große Handfläche des Amaunus sind überraschend rau und trocken. Er schreckt zurück und sieht deine Hände überrascht an. Wo hast du das her? Du hältst den Zahn des Tomorrowwhite in deinen Händen. Irgendwie bist du aus dem Jenseits mit einem physischen Objekt entkommen. Nach und nach nimmst du die Befehlsrufe und panischen Schreien der Ferne wahr. Würdest du es nicht glauben, wenn wir es dir erzählen würden? Eine Frage für später. Was jetzt wichtig ist, ist, dass du zurück bist und gerade rechtzeitig. Muato, bist du noch hier? Immer noch hier und froh, dich zu sehen. Wo ist Humaire?
Sie ist draußen. Er schüttelt den Kopf und zeigt in Richtung des Ausgangs der Arena. Was in dem Namen von Margans Flammen den Unterhosen geht hier vor sich? Ein riesiges Reptil ist aus dem Binnenmeer hervorgesprungen. Es greift den Schmelztiegel an. Omari bekämpft es, aber ohne deine Hilfe wird sie nur zum Futter fürchtig. Er drückt dich in Richtung der Tür. Kasuari needs you, Champion. Go, save her. Kasuari braucht dich, Meister. Geh, rette sie. Der Schmelztiegel sollte nicht so... okay. Achte darauf, dass du bewaffnet bist, bevor du hinauf in die Arena gehst, Hagrim. Der Spätzieger sollte nicht so aussehen. Hier stimmt was nicht, meint Konstantin. Und Seraphim sagt, hey Captain, da ist eine ganze Menge Hungriger in der Nähe.